Okay, dann legen wir los. Also, herzlich willkommen zur Vorlesung Grundlagen der automatischen Spracherkennung. Wer im falschen Hörsaal ist, letzte Chance zu wechseln. Wir machen sonst die Tür zu. Freut mich, dass dies Jahr so viele da sind. Wir werden heute relativ gemütlich anfangen. Wir werden uns ein bisschen um Organisatorisches kümmern. Ich werde ein bisschen was erzählen zur Motivation. Warum ist automatische Spracherkennung interessant? Warum ist es schwierig? Was sind so die Anwendungen der automatischen Spracherkennung? Was sollte man sonst noch wissen? Und wenn wir heute noch dazu kommen, werden wir am Ende ein kleines psychoakustisches Experiment noch wagen. Also, Organisatorisches zuerst. Das Mikro ist, wenn ich Mikro brauche, ja, das Mikro ist aus. Warum ich ein Mikro trage, dazu komme ich gleich noch. Wenn Sie wollen, kann ich Mikrofon anmachen, wenn es besser ist für da hinten. Ja, okay. Kein Problem. Meistens ist den Leuten immer zu laut, wenn wir... So in Ordnung? Okay, wunderbar. Machen wir es so. Also, zum Thema Organisatorisches. Sie alle haben schon den Hörsaal gefunden. Dementsprechend wissen Sie, wann und wo es sein wird. Was viel wichtiger ist, wir haben eine Webseite am Institut, aber alle Materialien zu dieser Vorlesung finden Sie im ILIAS-Kurs. Für alle die, die sich schon zum ILIAS-Kurs im Laufe der letzten Woche oder so angemeldet haben, aufgepasst, das war der ILIAS-Kurs vom letzten Wintersemester. Der ILIAS-Kurs für dieses Wintersemester ist erst vor ungefähr einer Stunde online gegangen. Sprich, ich empfehle allen, sich zum ILIAS-Kurs für dieses Wintersemester 15/16 anzumelden. Warum? Was gibt es dort? Dort gibt es zum einen die Vorlesungsfolien, das ist sicherlich mit das Interessanteste für Sie alle. Es gibt dort auch aber ein Verzeichnis mit Literaturempfehlungen. Es gibt eine Liste mit Links, wo Sie vielleicht weitere interessante begleitende Materialien finden, die Sie so interessieren könnten. Es gibt ein Diskussionsforum. Man muss sagen, vielleicht ist es ein Problem, dass es kein Facebook-Diskussionsforum ist oder so. Die Beteiligung in den letzten Jahren war nie ganz so schön, wie ich mir das gedacht hätte. Ich hätte jetzt gesagt, so die jungen Digital Natives, die diskutieren wie wild dann im Internet die ganzen Inhalte. Das ist letztes Jahr zum ersten Mal überhaupt so ein bisschen passiert. Ich habe die interessanten Inhalte vom letzten Jahr in das Diskussionsforum für dieses Jahr mit übernommen. Sind ein paar interessante Tipps so von einem Kommilitonen drin, kann man sich anschauen. Ansonsten, wenn man irgendwie schnelle Fragen hat zur Vorlesung, irgendwas, wo man denkt, das könnte auch die anderen interessieren, irgendwas, was man mit anderen diskutieren möchte. Ich lese das Forum in der Regel auch immer mit. Ich werde auch benachrichtigt, wenn es da einen neuen Eintrag gibt und würde dann entsprechend auch hoffentlich schnell antworten. Oder wenn ihr was diskutieren oder teilen wollt untereinander, ist das sicherlich eine gute Gelegenheit. Und dann aber auch ganz wichtig, persönlich vorbeikommen können Sie auch jederzeit. Wir sind zu finden in der ehemaligen Kinderklinik, und zwar in diesem alten Backsteingebäude. Weiß irgendeiner nicht, wo das liegt, die Kinderklinik? Gut, hat sie also inzwischen rumgesprochen, wo das ist, dieses Gebäude. Meine offizielle Sprechstunde ist immer dienstags 14 Uhr. Man kann aber auch sonst jederzeit vorbeikommen. Kann halt sein, dass ich gerade keine Zeit habe oder nicht da bin. Wenn einer sicher sein will, dass ich da bin, einfach vorher eine E-Mail schreiben oder kurz am Telefon durchrufen. Und wenn es irgendwas zu besprechen gibt, keine Scheu haben, Fragen etc., einfach vorbeikommen und nachfragen. Zur Vorlesung selber. Die Vorlesung bringt 6 ECTS, im Alter Rechnung 4 Semesterwochenstunden, ist Teil verschiedener Module, kann also in 3 Modulen zusammen mit anderen Veranstaltungen abgeprüft werden. Oder wer nur alleine die Vorlesung prüfen möchte, gibt es ein atomares Modul, nennt sich Grundlagen der automatischen Spracherkennung, in dem man nur diese Prüfung abprüfen kann. Alle Prüfungen sind mündlich. Teil dieser Vorlesung, Umfang ungefähr 30 Minuten. Jetzt wichtige Frage, Erasmus-Studenten. Haben wir Erasmus-Studenten? Da hinten ein Erasmus-Student, der einzige Erasmus-Student. Und 3? Okay. Ähnlich, ähnlich. Okay. Einfach nach der Vorlesung direkt vorne zu mir kommen. Wir besprechen dann, wie das funktioniert. Das ist eigentlich auch alles kein Problem. Dann braucht man, also für die Erasmus-Studenten gibt es einfach so einen Schein vom Studienbüro. Einfach, wir sprechen dann noch wegen der Termine, wie das terminlich aussieht, wann so die Prüfung liegen soll, etc. Genau. Dann
Zu dieser Vorlesung gibt es auch ein begleitendes Praktikum zur automatischen Spracherkennung. Findet immer montags dann direkt im Block nach der Mittagspause statt. Und das, was wir hier theoretisch besprechen, was wir hier in der Theorie besprechen, wie so ein automatisches Spracherkennungssystem funktioniert, das wird da praktisch geübt mit Hilfe des Spracherkennungstoolkits, das wir bei uns am Lehrstuhl zusammen mit der Carnegie Mellon University entwickeln. Kann man dann auch in einem Modul zusammen abprüfen oder wer halt noch ein Praktikum braucht, kann sich das überlegen, ob das nicht vielleicht eine interessante Ergänzung zu der Vorlesung wäre, wenn man ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen möchte auch oder mal sehen möchte, wie jetzt diese ganze Theorie, die man da lernt, praktisch in einem Programm umgesetzt wird. Wir fangen an in der dritten Vorlesungswoche, ist das erste Treffen, 2.11. Anmeldung zum Praktikum erfolgt über einen Ilias-Kurs. Zurzeit sind noch ausreichend Plätze da. Wer also noch beitreten möchte, mitmachen möchte, alles noch kein Problem. Dann noch die Karte, wo man uns findet. Wir sitzen, wie gesagt, in der Kinderklinik, also hier Mensa, Haupteinfahrt, Kinderklinik und dann da oben in dem Flügel. Das heißt, wenn man die Haupttreppe hochgeht, in zweite OG, links abbiegen. Und wenn man mich finden will, wird es dann ein bisschen komplizierter. Man kommt hier die Treppe hoch, links abbiegen, durch die Glastür durch, laufen, laufen, laufen. Und dann gibt es hier nochmal ein Treppenhaus. Eine Treppe hoch geht hoch, eine Treppe geht eine halbe Etage runter. Da die Treppe runter, Büro ist auf der rechten Seite, dann das erste Büro rechts, einfach vorbeikommen. Dann zum Thema Literatur. Viele Studierende neigen heutzutage dazu, nur von Folien zu lernen. Das ist gefährlich und nicht Sinn und Zweck der Sache. Die Vorlesung hier kann nicht alle Details, die man so wissen müsste, in allem Detail komplett auswalzen. Insbesondere findet sich dann auch nicht immer alles im Detail auf den Folien wieder und auch nicht so, dass die Folien 100% selbsterklärend sind. Sondern man sollte, und das ist nun mal Teil des Studiums, sich auch begleitende Literatur anschauen. Und wir sind da in einer sehr schönen Situation, dass wir viele gut passende begleitende Bücher haben, die man zum tieferen Verständnis der Vorlesung verwenden kann. Das Wichtigste und Umfassendste ist sicherlich das erste, Spoken Language Processing. Sieht so auch das Buch. Gibt es in der Informatikbibliothek, gibt es in der Universitätsbibliothek in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Wenn irgendeiner kommt und behauptet, er könnte sich das Buch nicht ausleihen, weil es ausgeliehen ist, dann bin ich dann nämlich skeptisch. Weil ich persönlich bin immer im, naja, Clinch ist übertrieben, aber in einem Dialog mit den Bibliothekarinnen. Die fragen nämlich immer nach, welches Buch brauchen sie denn? Und dann sage ich immer, ich brauche von den Dingern ganz, ganz viel. Und dann sagt die mir, nee, die Exemplare, die wir haben, die reichen aus. Das hat sie noch kaum einer ausgeliehen. Das heißt also, es sollte immer in ausreichender Zahl zur Verfügung sein. Die Statistik sagt, dass es selten komplett ausgeliehen ist. Aber es ist ein sehr wichtiges Buch mit sehr vielen umfassenden Inhalten, guten Erklärungen dazu. In dem Buch steht mehr drin, als diese Vorlesung umfasst. Das Buch umfasst nicht nur automatische Spracherkennung, die machen hier auch sowas wie Sprachsynthese, Dialogmodellierung etc. etc. Ist alles nicht Teil dieser Vorlesung, sondern nur der Teil, der über Spracherkennung ist, gehört mit zu der Vorlesung. Es sind auch nochmal interessante Wiederholungen drin zum Thema maschinellen Lernen, zum Thema Statistik, Stochastik. Kann man sich alles gut begleitend anschauen, auch wenn einem was unklar ist und man nochmal was nachlesen will, ist das hier drin eigentlich meistens sehr gut ausgeführt. Ich werde dann auch bei den entsprechenden Vorlesungen, wenn ich insbesondere was hieraus genommen habe und ich finde, dass das hier drin besonders gut erklärt ist, dann entsprechend immer auch darauf verweisen, dass man es da bitte nochmal nachlesen kann und nachlesen möchte. Das hier ist das zweite Buch, nennt sich Statistical Methods for Speech Recognition, ist schon deutlich dünner, geht auch nur über Spracherkennung, betrachtet auch nicht alle Aspekte der automatischen Spracherkennung in Detail, aber bestimmte Teile der Vorlesung sind auch aus diesem Buch entliehen und aus diesem Buch abgekupfert. Man sieht das immer schön da, wo ich die gelben Zettel habe, dann weiß man sofort, dass es offensichtlich ein wichtiger Teil der Vorlesung geworden. Dann gibt es dieses Readings in Speech Recognition, gibt es auch in der Informatikbibliothek, aber alles, was in dem Buch ist, findet man auch elektronisch im Netz, und zwar beim IEEE. Wem sagt IEEE Explore nichts? Okay, also alle kennen die IEEE Explore Datenbank. Gut. Auch alles innerhalb des KITs in der Regel kostenlos verfügbar. Man muss meistens dann innerhalb des KITs-Netzwerks sich einloggen.
damit man kostenlosen Zugang zu der Datenbank hat. Wenn man das von zu Hause aus machen will, per VPN über die bekannten Wege, kann man darauf zugreifen. Dieses Readings in Speech Recognition ist eine Papersammlung, ist eine Zusammenstellung von Papern zum Thema automatische Spracherkennung, ist schon etwas älter, hat nichtsdestotrotz ein, zwei, drei Artikel, die von Interesse sind und die Sachen teilweise sehr, sehr gut erklären. Insbesondere, wenn es um den Bereich der Hidden Markov-Modelle geht, gibt es in diesen Readings ein schönes Tutorial, das sich lohnt, wenn man sich mal in einer ruhigen ein, zwei Stunden hinsetzt und das durcharbeitet, weil das zentral wichtige Dinge enthält, die für automatische Spracherkennung wichtig sind. Wenn man etwas auf Deutsch haben möchte, gibt es von Herrn Schuker-Talamazzini das Buch Automatische Spracherkennung. Gibt es vermutlich auch in der Bibliothek, ist man aber nicht darauf angewiesen, weil es das elektronisch im Netz für umsonst gibt, hat der Herr Schuker-Talamazzini als PDF ins Netz gesetzt. Im Ilias wird entsprechend auf das Buch auch verlinkt. Und dann das Letzte, es gibt ein nicht fertiges Buch, ein Skriptum von einem Vorgänger von mir, der das damals angefangen hatte, auch auf Deutsch. Ein sehr schönes Buch, das sehr anschaulich in den Bereich der automatischen Spracherkennung einführt und da viele Inhalte sehr gut erklärt. Im Augenblick steht der Download im Vorlesungsarbeitsbereich. Den Vorlesungsarbeitsbereich gibt es nicht mehr. Das heißt, wird demnächst der Download im Ilias entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Dann, einer der Gründe, warum ich das Mikrofon trage, ist, diese Vorlesung wird aufgezeichnet. Wird hier von der Fakultät für Informatik gemacht. Der Herr Fischer vom Medienzentrum war gerade vorhin da. Das war der Herr Fischer, der hier vorne sich mit mir unterhalten hat. Der kümmert sich um die Vorlesungsaufzeichnung. Die Vorlesung, so wie sie aufgezeichnet wird, wird immer zeitnah, das heißt also innerhalb ein, zwei Tagen, auf YouTube verfügbar sein und dann später auf iTunes U oder auch im Diva der Universitätsbibliothek. Der Link ist auch im Ilias, den muss man sich jetzt nicht abschreiben, ist auch im Ilias entsprechend verlinkt, sodass man das finden wird. Nochmal ein paar Nuggets of Wisdom. Sei Ihnen sehr ans Herz gelegt. Nochmal der Hinweis, Folien alleine reichen nicht. Wir prüfen sehr viel, wir prüfen häufig, wir haben da inzwischen sehr viel Erfahrung drin, wir sehen, wer gut abschneidet in der Prüfung und wer nicht gut abschneidet. Wir sehen schnell, wer wirklich das Thema verstanden hat oder wer es nicht verstanden hat. Und diejenigen, die nur von Folien alleine lernen, haben ein Problem. Das funktioniert nicht. Um das mal ein bisschen zu motivieren. 6 ECTS. Ein ECTS entspricht einem Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Stunden. Mit dieser Vorlesung erwerben Sie 6 ECTS. Entspricht einem Arbeitsaufwand von sowas wie 150 bis 180 Stunden. Wenn Sie sich nur die Zeit, die Sie hier in der Vorlesung anschauen, anrechnen, dann sind das 45 Stunden. Das heißt, es bleiben noch deutlich über 100 Stunden übrig, die Sie als zusätzlichen Arbeitsaufwand in diese Vorlesung reinstecken sollten. Und das geht zum Beispiel für Nachbereitung drauf und insbesondere auch für Prüfungsvorbereitung. Wenn also einer kommt und sagt, er hat eine Woche auf die Vorlesung gelernt, dann geht das meistens schief. Früher, als ich noch studiert habe, gab es keine Module, da gab es Vertiefungsfächer. Da wurden immer 8 Semesterwochenstunden auf einmal abgeprüft. Das spricht so eine Vorlesung wie diese hier zusammen mit nochmal so einer Vorlesung. Und da war die Daumenregel immer Vorbereitung auf so eine Prüfung, 2 Monate Lernzeit. Dementsprechend sind sie bei Vorbereitung auf diese Prüfung 3 bis 4 Wochen Lernzeit, sollte man einplanen, um sich gut vorzubereiten. Man kann sich das auch so vorstellen, keiner von Ihnen schafft es, 8 Stunden am Tag wirklich zu lernen. Das funktioniert nicht. Sie haben aber sowas wie 120 Stunden problemlos übrig fürs Lernen. Und das verteilt sich dann entsprechend auf 3 bis 4 Wochen. Das alt noch, als sei Ihnen warm ans Herz gelegt, das nicht zu unterschätzen und nicht zu vernachlässigen. Gut. So viel zu den warmen Worten und zum Organisatorischen. Gibt es noch Fragen? Was ich im Augenblick nicht weiß, und es ist eigentlich schade, dass ich das nicht weiß, was ich nur so ungefähr weiß, ist, dass die Vertiefungsfächer wohl zurzeit neu geordnet werden sollen. Ist Ihnen schon irgendwas bekannt zu den Neuerungen der Vertiefungsfächer?
Okay, ist die neue Prüfungsordnung denn schon raus? Das kann nämlich ein Genau, das ist nämlich das Problem, das ich im Augenblick auch habe, dass ich weiß, dass es geändert werden soll. Mein Stand war auch, dass die Prüfungsordnung, die neue, noch gar nicht raus ist. Ich wusste es nur, es soll zu diesem Wintersemester in Kraft treten. Okay, gut. Ich habe vor 4 Wochen rausgefunden, dass es überhaupt da eine Neuerung geben soll. Also insofern, es ändert sich für Sie aber, glaube ich, nicht so sonderlich viel. Diese Vorlesung ist angemeldet dafür, dass sie zugeordnet wird dem Vertiefungsfach Anthropomatik. Was neu ist bei den Vertiefungsfachprüfungen, darf man wohl neuerdings Seminare oder Praktika nicht mehr mündlich abprüfen. Dementsprechend, wenn man jetzt so ein Praktikum oder ein Seminar in dem Bereich macht, hat man verschiedene Optionen. Und die sind mir noch nicht so richtig alle klar. Option 1 ist, man macht das Praktikum, lässt es benoten oder man macht das Seminar, lässt es benoten, kann das aber auch auf das Vertiefungsfach anrechnen lassen. Es wird nur nicht mehr mündlich geprüft. Der einzige Haken dabei ist, dass die mündliche Prüfung pro Vertiefungsfach einen Umfang von, ich glaube, 10 bis 15 ECTS haben soll. Sprich, wenn man das jetzt als Vertiefungsfach prüfen lässt, muss man diese Vorlesung machen plus noch irgendwie eine andere Vorlesung, die das ergänzt. Und wenn man dann noch ein Praktikum machen will, ist es sozusagen mehr extra Credit, wird halt mit drauf gerechnet. Die andere Möglichkeit, damit umzugehen, ist, man muss ja sowieso viel mehr prüfen lassen als nur in den Vertiefungsfächern, dass man es eben nicht als Vertiefungsfach prüfen lässt, sondern einfach eines der genannten Module entsprechend abprüfen lässt, wenn man es zusammen mit einem Seminar oder einem Praktikum machen will. Oder die nächste Möglichkeit und die letzte Möglichkeit ist die, dass man das macht wie bisher, weil ursprünglich hat es geheißen, diese generischen Containermodule für Praktikum und Seminar sollen abgeschafft werden. Also es gab bisher sowas wie das Informatik 1-2 Seminar, Informatik 1-2 Praktikum. Die soll es erstmal so nicht mehr geben, aber dafür können die einzelnen Lehrstühle wiederum generische Module für Praktika und Seminare anfragen. Und wir haben entsprechend unsere Seminare und Praktika vorgemeldet für ein generisches Containermodul, sodass man also, wenn man ein Seminar oder ein Praktikum bei uns macht, das demnächst auch wieder in einem ganz normalen generischen Modul wird verbuchen können. Das Einzige für uns bedeutet, dass jetzt diese Änderung, damit es überschaubar bleibt, werden wir alle Seminare und Praktika, die wir anbieten, per Default jetzt benoten. Früher haben wir es so gemacht, dass wir auch zum Teil unbenotete Scheine rausgegeben haben. Wir würden grundsätzlich immer alles benoten. Einzige Ausnahme ist, wenn man es in so einem Modul außerhalb des Vertiefungsfaches abprüfen lässt, dann reicht ein unbenoteter Schein als Voraussetzung zur Prüfung. Da wird sozusagen die Note dann ignoriert oder für umsonst. Das heißt, wenn man einen Schein bei uns macht für Praktikum oder Seminar und man will das in einem dieser Module prüfen lassen, uns Bescheid sagen, dass wir wissen, dass wir dann einen unbenoteten Schein ausstellen können. Ansonsten würden wir halt immer benotete Scheine ausstellen. Hat wahrscheinlich keiner richtig verstanden. Problem ist, ich habe es auch noch nicht so richtig verstanden. Aber da kann man dann drüber reden, wenn Seminar und Praktikum gemacht wurde. Erstmal Default wird benotet. Sollte man irgendwie in so einem Modul das außerhalb des Vertiefungsfaches abprüfen, einfach uns sagen, dann stellen wir den richtigen Schein schon aus, dass es passt. Genau. Hat irgendeiner was angedeutet, wann das neue Modulhandbuch rauskommt mit der Neudefinition? Ja, genauso hatte ich mir das vorgestellt. Okay, kriegen wir schon irgendwie geschaukelt. Bisher ist noch keiner ungeprüft davongelaufen. Also, zurück zum eigentlichen Interessanten, automatische Spracherkennung. Jeder hat so ungefähr eine Vorstellung davon, was automatische Spracherkennung ist. Das ist neuerdings seit ein paar Jahren überall wieder in aller Munde, wird jetzt sogar praktisch eingesetzt in solchen Systemen wie Siri oder bei Autos. Oder bei OK Google, ich glaube, heißt jetzt Google Now, wenn ich mich nicht täusche inzwischen. Sprich, also Spracherkennung wird häufig sogar schon inzwischen angewendet von vielen Leuten. Häufig steckt aber in den Köpfen der Menschen eine falsche Vorstellung davon, was automatische Spracherkennung kann und macht. Deswegen, wir als angehende Wissenschaftler im Studium an einer Hochschule, führen uns deshalb erstmal ganz formal eine Definition zu Gemüte.
auch wenn es trocken ist und eigentlich da was viel Aufregenderes dahinter steckt, hilft es einem einfach mal, sich rein objektiv anzuschauen, was ist automatische Spracherkennung. Wenn man in die Bücher reinschaut, findet man nirgendwo so richtig eine schöne Definition, deswegen haben wir uns hier selber eine aus den Fingern gesogen. Und die lautet, automatische Spracherkennung ist die automatische Umwandlung menschlicher gesprochener Sprache in die dazugehörige Wortsequenz in maschinenverarbeitbarer Form. Klingt jetzt erstmal ein bisschen sperrig. Gucken wir uns dann an, wenn man das bei Geisteswissenschaftlern anschaut, wenn die einen sperrigen Satz haben, fangen die auch an, den auseinanderzunehmen und schauen uns mal an, was da drin steckt. Das erste, automatische Umwandlung. Sprich, wir bekommen irgendwas und es soll automatisch, sprich durch die Maschine, etwas umgewandelt werden. Was wir bekommen, ist menschliche gesprochene Sprache. Warum sage ich nicht einfach menschliche Sprache? Das sage ich deshalb, weil im Deutschen das Wort Sprache zwei Bedeutungen hat. Da kommen wir noch drauf. Unter anderem kann man mit Sprache häufig die gesprochene Sprache meinen. Also sprich das, was wir mündlich so von uns geben. Und darum geht es hauptsächlich bei der automatischen Spracherkennung. Und diese Sprache soll eben erkannt werden und die Ausgabe der Erkennung soll letztendlich Text sein. Und Text heißt nichts anderes als eine Wortfolge. Die Folge der Worte, die gesprochen wurden, die der Schallwelle entsprechen, die ich da von mir gegeben habe, produziert habe. Jetzt sieht man schon bei diesem Wort Wortsequenz, ich habe da nicht geschrieben Satz. Weil zu einem Satz gehört, wenn man nämlich etwas niederschreibt, ein bisschen mehr als nur die Wortsequenz. Dazu gehören zum Beispiel solche Sachen wie Zeichensetzung oder dazu gehören solche Sachen wie Absätze. Und so etwas wie Zeichensetzung und Absätze implizieren schon mal sowas wie eine Struktur des Textes. Das ist bei gesprochener Sprache erstmal nicht per se immer der Fall. Wenn wir sprechen, dann ist das nichts anderes als ein Wasserfall von Worten. Wir sprechen keine Satzzeichen mit, wir sprechen keine Absätze mit. Sehr häufig, wenn wir sprechen, ist das, was wir sprechen, auch nicht grammatikalisch korrekt, auch gar nicht unbedingt so direkt als schöner Satz hinschreibbar. Schriftsprache, gesprochene Sprache unterscheiden sich deutlicher, als wir das denken. Für uns ist das irgendwie konzeptuell meistens immer dasselbe. Was ich spreche, kann ich auch niederschreiben und sind zwei Äquivalente. Das ist nicht so. Gesprochene Sprache ist viel unstrukturierter, viel loser, als wir das eigentlich so direkt erstmal wahrnehmen. Das kann man zum Beispiel dann schön machen, gibt es schöne Experimente. Man nimmt irgendwie lose gesprochene Sprache, schreibt die Wort für Wort nieder und legt das dann Leuten vor zum bitte mal lesen. Und dann stellen die fest, oh, das ist aber ganz schwer zu lesen, das hat nichts mit den Texten zu tun, die ich bisher kenne, das ist extrem sperrig, extrem unverständlich und wenn ich es in schriftlicher Form sehe, ist das, was wenn ich es höre und ich ganz einfach verstehen kann, plötzlich auf einmal ganz schwer zu verstehen und aufzunehmen. Da gibt es so eine Lücke zwischen textueller Sprache und gesprochener Sprache. Und erstmal die Kernaufgabe der Spracherkennung ist es nicht, diese Lücke komplett zu überbrücken, sondern man macht erstmal nur den ersten Schritt hin zur Wortsequenz. Ohne Kommata, ohne Satzzeichen, ohne Abbrüche. Sondern das, was gesagt wurde, wird 1:1 niedergeschrieben, inklusive aller Ungrammatikalitäten, inklusive aller Wortabbrüche, inklusive aller Hesitationen und sonstigem akustischen Unsinn, den ich so noch vor mir gebe, wenn ich spreche. Dann gibt es so eine Plage im Marketing. Wenn man heutzutage sich so Werbebroschüren anguckt, dann wird häufig auch mit Spracherkennung beworben, dass irgendwas zuhören kann und Sprache erkennen kann. Und aus irgendeinem Grund verwenden Marketingabteilungen häufig den Begriff Stimmerkennung oder im Englischen dann häufig Voice Recognition. Dieser Begriff ist falsch. Wenn Sie aus dieser Vorlesung kommen, will ich, dass Sie den nie wieder verwenden für Spracherkennung und jedem, der den für Spracherkennung verwendet, entsprechend korrigieren können. Warum ist er falsch? Wenn ich Voice Recognition mache, Stimmen erkenne, dann erkenne ich nämlich genau das, die Stimme. Die Stimme ist das, wie ein Mensch klingt. Besteht aus der Höhe der Grundfrequenz, besteht aus bestimmten Oberschwingungen, die den Klang prägen. Und zwar völlig unabhängig davon, ob ich Sprache spreche oder ob ich vor mich hinsumme oder ob ich nur vor mich hinlalle oder einfach nur irgendwie Töne produziere. Davon ist die Stimme erstmal als solches nicht berührt. Wir bei der Spracherkennung wollen in der Regel explizit nicht die Stimme erkennen.
Uns soll das nämlich egal sein, ob Person A oder Person B reinspricht, ob ein Mann oder eine Frau, ob jemand mit einer hohen Stimme oder mit einer tiefen Stimme reinspricht, Kind, erwachsene Person, Senior. Das wollen wir versuchen, alles auszublenden. Wir wollen nur wissen, was war die Wortsequenz, unabhängig davon, wie die Stimme geklungen hat. Deswegen dieses Voice Recognition, das ist so eine Pest, die man in Werbebroschüren findet, die man schwierig wieder loswerden kann, aber die einfach schlicht und einfach nicht stimmt. Ist einfach falsch. Dann hatte ich schon gesagt, dass wir im Deutschen im Vergleich zum Englischen ein bisschen ein Terminologieproblem haben. Im Deutschen verwenden wir das Wort Sprache für zwei unterschiedliche Konzepte. Das Englische hat es da einfacher. Im Englischen gibt es Speech und Language. Speech, die gesprochene Sprache, vom to speak, und Language, das Konzept Sprache im Allgemeinen. Dementsprechend heißt automatische Spracherkennung im Englischen auch Automatic Speech Recognition. Und da ist es jetzt schon schwierig, vernünftige Definitionen zu finden, die diese beiden Begriffe schön voneinander abtrennt. Das hier ist jetzt mal aus dem Merriam-Webster rausgenommen und da steht halt für gesprochene Sprache The communication or expression of thoughts in spoken words. Exchange of spoken words. Conversation. Something that is spoken. Mit anderen Worten, letztendlich können die das auch nicht genauer definieren als Speech ist irgendwas, was gesprochen wird. Und einige von den Sachen, die da gesagt werden, gehen eigentlich schon über das Konzept von gesprochener Sprache hinaus. Da steht zum Beispiel die Kommunikation oder der Ausdruck von Gedanken in gesprochenen Wörtern. Der Austausch gesprochener Wörter. Wenn ich Wörter austausche, das ist meistens dann schon eine bidirektionale Beziehung. Da ist man eigentlich schon bei eher was, was man normalerweise als Dialog oder Konversation bezeichnen würde. Dementsprechend steht da auch Konversation. Konversation ist aber jetzt erstmal mehr als gesprochene Sprache. Konversation heißt schon, dass ich jemandem auch zuhöre, der spricht, verstehe, was er sagt und entsprechend eine vernünftige Antwort darauf gebe. Etwas, das gesprochen wird, ist eigentlich das, was der ganzen Sache noch am nächsten kommt, insbesondere wenn wir uns mit automatischer Spracherkennung beschäftigen. Weil das eines der großen Missverständnisse ist. Automatische Spracherkennung ist nicht gleich Sprachverstehen. Ein automatischer Spracherkenner hat erstmal per se keinerlei Dunst, was gesprochen wurde, was der Inhalt, die Bedeutung des Gesprochenen ist. Der automatische Spracherkenner ist ein dummer Aufzeichner. Der schreibt Wörter der Reihenfolge hin, so wie sie der Schallwelle entsprechen, hat aber keinerlei Idee, keinerlei Verständnis davon, was denn bitteschön dieser Inhalt der Wörter ist. Automatische Spracherkennung beschäftigt sich nicht damit, was ist der Inhalt, die Bedeutung, sondern das sind andere Techniken aus dem Bereich der Sprachverarbeitung. Fällt dann in den Bereich Natural Language Understanding, natürlich sprachliches Verstehen, die dann zum Beispiel auf der Ausgabe von Spracherkennungssystemen arbeiten und dann im Nachgang versuchen, die eigentliche Bedeutung zu extrahieren. Und demgegenüber setzen halt das Konzept von Language und das beinhaltet alles, was irgendwie mit Sprache zu tun hat. Das ist also die Kombination aus, welche Wörter gibt es, wie werden sie ausgesprochen, welche Regeln gibt es, um diese Wörter zu kombinieren, zu flektieren, in irgendeiner Art und Weise zusammenzuführen, um damit Bedeutung zu transportieren. Und zwar Bedeutung an Personen zu transportieren, die die gleiche Sprache sprechen. Und diese Personen, die diese gleiche Sprache sprechen, bilden dann eine Gemeinschaft, innerhalb derer ich mithilfe der Sprache kommunizieren kann, Bedeutungen, Ideen, Gefühle etc. übertragen kann. Und alles, was ich dazu brauche, fällt halt in den Begriff der Sprache, auch solche Sachen wie Zeichensetzung etc. Und die automatische Spracherkennung beschäftigt sich halt hauptsächlich mit dem Teil, mit dem Unterteil, mit der Teilmenge, die sich auf das Gesprochene bezieht. Jetzt ist die Frage, was sind so Anwendungen von Spracherkennungssystemen, von automatischen Spracherkennungssystemen? Und das allererste, woran man immer denkt und auch historisch immer gedacht hat, ist das Diktat. Da steckt einfach der Wunsch dahinter, ich will nicht selber tippen, ich will, dass ich spreche und das, was gesprochen wird, wird niedergeschrieben. Wer hat schon mal versucht, irgendwas zu diktieren, längeren Text zu schreiben mithilfe eines Spracherkennungssystems, Diktiersystem? Werden mit der Zeit immer mehr. Wie gut hat es denn funktioniert? So, was war denn das größte Problem?
Okay, scheiße, hat es funktioniert. Was war denn das größte Problem? Warum hat es schlecht funktioniert? Genauso sieht das aus. Es sind also im Prinzip zwei bis drei Probleme. Problem 1 ist, Spracherkennungssysteme machen nach wie vor Fehler. Das nervt. Wir als Menschen sind es gewöhnt, dass Sprache zu 100% erkannt wird. Wir persönlich glauben von uns, dass wir gesprochene Sprache 100% korrekt erkennen können. Und wenn wir das können, und wir haben das schon mit 2 Jahren angefangen zu tun, warum kann das die dumme Maschine nicht? Das ist so die Erwartungshaltung, mit der man rangeht. Großes Kaviat, wir glauben, dass wir Sprache 100% korrekt erkennen können. Wir können das nicht. Auch wir machen Fehler bei dem Erkennen von menschlicher Sprache. Man kann ungefähr sagen, dass bei Diktat, je nachdem, wie gut man eingelernt ist und sich mit dem Thema vertraut ist und so weiter, kann man sagen, Größenordnung, menschliche Fehlerrate liegt so bei 2-3% Wortfehlerrate. Was Wortfehlerrate ist, lernen wir noch. Nehmen wir jetzt erstmal an, allen Worten, die falsch geschrieben wurden. So, wenn Menschen schreiben sowas wie 2-3%, bei Maschinen, je nachdem, was für eine Aufgabe es ist, kann man inzwischen sogar in den Bereich reinkommen. Also man kann inzwischen Maschinen bauen, die für bestimmte Aufgaben die gleiche Wortfehlerrate haben, wie ein Mensch das hätte, wenn er das niederschreiben würde. Aber dann kommt eben dazu, geschriebener Text ist was anderes als gesprochener Text. Es gibt keine Satzzeichen, es gibt keine Struktur. Und was ist, wenn ich jetzt halt mich korrigieren möchte? Habe irgendwie was Falsches angefangen und möchte jetzt abbrechen und das Ganze neu machen. Und deswegen ist der Grund, weshalb ich persönlich immer der Meinung bin, dass Diktat eine völlig überschätzte Anwendung von automatischer Spracherkennung ist. Diktat ist nicht das für die allgemeine Bevölkerung gedacht, sondern das Diktat und die Diktatsfunktion ist gedacht für Leute, die diktieren können, die das alltäglich machen. Also Manager, die Chefzentrale, die Chefebene in irgendwelchen Firmen, die also auch es gewohnt sind, diktieren zu können, die automatisch mit Satzzeichen mitdiktieren, die automatisch wirklich einen Text von vorne nach hinten runtersprechen können, ohne dass sie sich da groß verhaspeln. Wenn ich persönlich zum Beispiel einen Text schreibe, ich neige dazu, viel hin und her zu springen. Wenn ich jetzt irgendwie eine Seminararbeit schreibe oder irgendeine Abhandlung, irgendeinen Artikel oder so, dann schreibe ich die nicht linear von oben nach unten runter, sondern ich fange an, irgendwo Textbausteine reinzusetzen, dann ordne ich die wieder um, dann korrigiere ich das, dann habe ich irgendwo falsch angefangen, wird das wieder umgeordnet und dann wieder weggeworfen, weil funktioniert eh nicht. Im Englischen gibt es das schöne Wort, das Geheimnis von gutem Schreiben und gutem Artikelschreiben ist write, rewrite and write again. Das heißt, es ist kein linearer Prozess, es ist ein kreativer Schaffensprozess. Und den mit gesprochener Sprache abzubilden, ist manchmal extrem unhandlich. Jetzt zu sagen, nee, streich das mal wieder durch und das schiebt man nach oben und so, da ist man mit anderen Modalitäten, mit der Tastatur, Maus und so weiter, ist man einfach schneller. Deswegen ist Diktat da nicht die Killeranwendung, von der man am Anfang dachte, dass sie das ist. Es gibt bestimmte Nischen, wo das Sinn ergibt und wo man wirklich Zeit und Mühe sparen kann, wenn man diktiert. Das sind bestimmte Sekretariate von Leuten, die schreiben können. Das insbesondere da, wo immer wieder dasselbe geschrieben wird, wo bestimmte Textbausteine sehr häufig zu neuen Dokumenten zusammengesetzt werden. Und das ist häufig der Fall bei Anwälten. Die müssen häufig sehr, sehr ähnliche Texte aufsetzen, wo sie sehr ähnliche Bausteine ein bisschen modifizieren und neu zusammensetzen und die auch schon im Kopf dieses Dokument, den Antwortschreiben, Antrag oder was auch immer die haben müssen, in einem runterschreiben können. Deswegen für Anwaltskanzleien hat sich inzwischen schon ein guter Markt etabliert, wo man Diktiersoftware an Anwälte verkaufen kann. Und die sparen sich dann damit sozusagen die Sekretärin. Wenn die sonst immer auf Band sprechen, wird es dann hinterher von der Sekretärin abgetippt. Oder sie müssen es selber machen, kostet auch viel Geld und dauert lange. Das kann man schon heute durch Maschinen relativ gut ersetzen. Und dann so für kleine Anwaltskanzleien ist das dann eine Erleichterung, wenn die sich keine Schreibkraft unbedingt leisten können. Und der andere Bereich, wo sich das inzwischen sehr gut durchgesetzt hat, ist Ärzteberichte. Auch bei Ärzten ist es so, dass sie häufig selbe oder ähnliche Bausteine zu neuen Texten wieder zusammensetzen müssen. Und da sind ganz besonders interessant Radiologen. Ein Großteil der Arbeit von Radiologen ist halt Bilder angucken, Diagnose erstellen, Diagnose in einem Bericht diktieren und wegschicken. Hat man früher halt so gemacht, wurde auf Band gesprochen, dann gab es irgendwo im Krankenhaus die Schreibabteilung, die haben die geschrieben und dann ging das raus.
Inzwischen gibt es Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, das ist insbesondere in den USA weit verbreitet. Die schreiben, verschriften das automatisch vor, diese Ärzteberichte. Dann guckt dann hinterher nochmal einer drüber, ob da auch alles in Ordnung gewesen ist. Dann wird es dem Arzt vorgelegt und der zeichnet es dann noch ab, wenn keine Fehler mehr drin sind. Und damit kann man wohl wirklich den Arbeitsfluss deutlich verschlanken und schneller machen und das besser machen. Probleme, die man bei sowas hat, ist halt, dass gerade wenn so Routineaufgaben diktiert werden, die Menschen dazu neigen, sehr schlampig zu sprechen. Die haben dann so ihren eigenen Jargon und ihre eigenen Abkürzungen. Ich meine, das einfachste Beispiel ist Frau Müller, sehr geehrter Herr, also Frau Müller, Sie wissen schon, danke für Ihre Anfrage, bla 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 bla. Und Schlussformel und nach Diktat verreicht es wie immer Frau Müller wieder. Das ist so ein typisches Chefdiktat, der geht einfach davon aus, wenn ein Mensch dahinter steckt, dann kennt er schon so bestimmte Bausteine, die er einsetzen muss. Bei Radiologen ist das nicht ganz so schlimm, weil da doch die Verantwortung bei den Ärzten liegt und die jetzt nicht noch irgendwie Teile der Diagnose auf die Schreibkraft auslagern dürfen und können. Aber die haben dafür andere Angewohnheiten. Also ein befreundeter Arzt von mir hat mal gesagt, weil die Diktate von Radiologen müssen so ziemlich das Schlimmste sein, was es gibt. Er hat schon erlebt, wie dann Radiologen diktiert haben. Und früher hat man das zum Beispiel per Telefon gemacht, hat man von der Zentrale angerufen, hat seinen Bericht diktiert, das wurde dann verschriftet. Er hat schon gesehen, wie dann die Radiologen da irgendwie vor ihrem Schirm stehen, den Telefonhörer da in der Hand haben, ein halbes Sandwich im Mund und dann angefangen haben, da ihren Text zu diktieren, weil die irgendwie die dumme Angewohnheit haben, dann beim Diktieren auch noch immer fleißig zu essen. Scheint irgendwie so eine Radiologengeschichte zu sein. Deswegen Diktat, eine schöne Anwendung, war auch das, was man am Anfang immer wollte, hat aber eine Nischenanwendung, nicht die breite Anwendung, dass wir jetzt unsere Tastatur fürs Schreiben komplett ersetzen. Eine viel interessantere Anwendung, die man jetzt auch verstärkt sieht, ist die Steuerung von Geräten ohne Hände. Das gab es früher mal Ansätze und da ist Microsoft grandios mit vor die Wand gefahren, Desktop-PCs, so Windows mit Sprache zu steuern. Hatte nie so richtig funktioniert. Das hat Gründe damit, dass damals das Spracherkennungssystem noch nicht so gut war. Man sich aber auch so ein paar Sachen überlegen muss, was man anders machen muss, wenn man jetzt anfängt, mit Sprache Desktops zu bedienen. Interessanter ist es da, sich Anwendungen rauszusuchen für die Bedienung von Geräten, wenn man die Hände nicht nehmen kann. Und das ist zum Beispiel im Auto der Fall. Also wenn man jetzt Auto fährt, solange das autonome Fahren noch nicht funktioniert, sollte man gefälligst seine Hände am Steuer halten, nach Möglichkeit, und nicht anfangen, da auf dem Mobiltelefon seine SMS zu tippen oder irgendwie größere Datenbanken zu durchsuchen, etc. etc. Deswegen gibt es jetzt verstärkt Ansätze, Geräte im Auto halt mit menschlicher Sprache zu bedienen. Navigationssystem, Entertainment-System, Telefon und was es da alles so gibt. Aber auch hier gibt es dann auch interessante, versteckte Spezialanwendungen, die einen relativ großen Markt haben, der jetzt aber nicht der Endnutzermarkt ist, also nicht wir Benutzer, die da draußen so fröhlich vor uns hin durchs private Leben wuseln, sondern so bestimmte Spezialanwendungen, von denen man so gar nichts mitbekommt, mit denen man aber fast täglich inzwischen zu tun hat. Und da ist dieses eine Stichwort, wo ich nur durch Zufall drauf gekommen bin, sogenannte Pick-to-Voice-Systeme. Wer von Ihnen weiß, was Pick-to-Voice ist? Keiner. Kann irgendeiner mit dem Begriff Picking was anfangen? Wenn man sich jetzt vorstellen müsste, als Arbeiter, was Picking sein könnte. Genau, das ist Picking. Das ist eine Scheißarbeit. Das hier sind hier alles Informatiker, haben den großen Vorteil, Informatiker finden Studentenjobs relativ gut in Industrieunternehmen, die Softwareentwickler brauchen oder irgendwelche Leute mit IT-Kenntnissen. Wenn man in anderen Bereichen ist, wo jetzt vielleicht in der Industrie nicht sofort Bedarf an Studenten ist, gibt es sicherlich auch arme Studenten, die da schon mal die Weihnachtsferien für sowas bei Amazon verbracht haben. Da ist nämlich das Problem, da kauft jetzt einer ein, stellt sich seinen Warenkorb zusammen und dann will er ja ein Paket haben. Und jetzt gibt es irgendwo große Lager, so Hochregallager, in denen liegen die ganzen, am Anfang waren es Bücher, danach waren es Bücher und DVDs, inzwischen ist es alles inklusive Waschmaschinen, die liegen da irgendwo rum in dem großen Lager und daraus müssen jetzt Pakete gepackt werden. Und auf dieses Ding bin ich gekommen, weil mich ein Kommilitone damals angesprochen hatte, der Masterarbeit gemacht hatte zum Thema Pick-to-Voice-Systeme, und zwar aus Sicht eines Wirtschaftsingenieurs.
Der war Wirtschaftsingenieur, hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und dann seine Masterarbeit darüber geschrieben, ob das irgendwie ökonomisch sinnvoll ist oder nicht. Und dann kann man sich schon vorstellen, es geht hier um Geld ersparen. Der übliche Arbeitsablauf beim Picking ist häufig, da gibt es einer, der hat so eine Art Einkaufswagen, halt professionell und hält was aus. Und dann hat er eine Liste. Und auf der Liste steht drauf, was jetzt in den Einkaufswagen rein muss. Und dann läuft er da die Regale ab und guckt dann auf einer Liste nach. Regal I16, 2 Stück in den Korb rein. Weiterlaufen zu Regal G36 und 2 Stück reinlegen. Und dann außerdem noch, wenn jetzt merkt, dass das Regalfach langsam leer ist, auch noch irgendwie ausfüllen, nur noch 2 Dinger da. Sowas in der Richtung. Und das Ganze auf einem Zettel. Da kann man schon relativ viel Optimierung betreiben, dass man halt die Wege, die laufen müssen, möglichst klein hält. Plus man kann optimieren, wo man die Dinger hinstellt. Wenn man in so ein Amazon-Warehouse zum Beispiel reinschaut, dann ist das nicht so, links sind die Bücher und rechts sind die DVDs, sondern die haben irgendwie ganz hochoptimiert das ausgestellt. Da kann es durchaus sein, dass halt die Waschmaschinen neben den Büchern stehen und die DVDs stehen neben den, was weiß ich, Elektronikgeräten. Also das, was man irgendwie so zusammenbaut, dass die möglichst kurze Laufwege haben. Und dann sind irgendwann Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsingenieure auf die Idee gekommen, das ist doch blöd, die laufen da mit ihrem Klemmbrett rum. Dann stehen die vorm Regal, müssen auf das Klemmbrett gucken, lesen, nehmen 3 Sachen raus. Okay, Stift und Klemmbrett in der Hand oder Klemmbrett auf dem Wagen. Jetzt müssen erstmal Stift zur Seite legen, das Zeug rausnehmen, reinlegen, Stift wieder aufnehmen, abhaken. Das ist doch blöd. Es wäre doch viel besser, wenn sie gleichzeitig abhaken könnten, während sie das Zeug sozusagen in den Wagen nehmen. Und wenn sie vielleicht nicht unbedingt auf die Liste gucken müssten, sondern das anders bekommen. Und daraus sind solche Pick-to-Voice-Systeme entstanden. Die kriegen einen kleinen Rechner, Empfänger, an die Hüfte geschnallt, Headset auf mit Mikrofon und dann haben die keine Liste mehr, sondern bekommen dann über Kopfhörer gesagt, laufe zu Regal 23, nimm 3 Stück raus. Und während sie die 3 Stück halt rausnehmen und in den Wagen legen, sagen sie gleichzeitig, habe 3 Stück rausgenommen, sind noch 2 da. Kriegen dann die nächste Anweisung wieder über gesprochene Sprache, lauf jetzt weiter zu und nimm 2 Sachen raus. Und wenn man jetzt aufsummiert, die Zeit, die man dadurch einspart, dass man eben das nicht mehr auf der Liste abhaken muss, mit hochgerechnet auf alle Picker, die so durch die Warenhauslager da laufen, dann lohnt sich das. Dann wird das, spart man damit ganz, ganz viele tolle Kosten ein. Dementsprechend war das so eine Anwendung, da hätte ich damals, und ich hatte damals schon angefangen, mich mit Spracherkennung zu beschäftigen, hätte ich nie im Leben dran gedacht, dass das eine interessante Anwendung für Spracherkennung sein könnte. Aber sowas gibt es halt verstärkt, dass wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dass man da interessante Sachen findet. Andere Anwendungen. Früher gab es sowas wie Bedienung über das Telefon. Das ist jetzt, glaube ich, in letzter Zeit eingeschlafen. Das dürfte nicht mehr ganz so aktuell sein. Ganz früher gab es halt noch keine Smartphones und das Internet noch nicht überall. Was man halt hatte, war ein Telefon, wo man halt drüber sprechen konnte und sonst nichts. Und wenn man jetzt irgendwas steuern wollte, dann hatte man halt nicht seine App, die man aufrufen könnte für die Heimsteuerung oder fürs Kino. Karten buchen oder für ein Bahnticket buchen, sondern dann konnte man das per Sprache machen und da irgendwo anrufen und sagen, Licht an, Licht aus, ich hätte gerne Kinokarte für die 20-Uhr-Vorstellung und so weiter und so fort. Diese Systeme waren verhasst hoch 3. Man findet die auch heutzutage noch, wenn man irgendwo bei einer Hotline anruft, was weiß ich, bei der Deutschen Telekom oder so, muss man vorher ein paar Fragen beantworten, was weiß ich, was ist Ihre Telefonnummer und ist eine Störung oder wollen Sie was Neues kaufen oder wollen Sie sich beschweren und so weiter und so fort. Da kann man das immer noch einsetzen, um erstmal die Maschine menschlich-sprachlich Informationen über das Telefon abzufragen, bevor man eigentlich das Ganze weitergibt an einen echten Menschen. Und wenn man Pech hat, dann kommt man teilweise gar nicht zu einem echten Menschen durch. Gibt schöne, meine, das kennt jeder, wenn da einer mal wieder am Telefon ausrastet, weil die Maschine ihn in Wahnsinn treibt. Da ist es so, da kann man als Spracherkennungsexperte sagen, ja, da halte ich mich raus. Das ist nicht ein Problem der Spracherkennung, das ist ein Problem der Benutzerschnittstellengestaltung. In der Praxis ist es natürlich so, dass wir da auch verstärkt mit den Leuten zusammenarbeiten und auch wenn wir Spracherkennungssysteme entwickeln, uns Gedanken darüber machen müssen, wie kann ich denn die Benutzerschnittstelle so gestalten, dass das Ganze sinnvoll ist. Also keine gute Schnittstelle, was es früher gab, ist, ich lasse eine Liste von
10 Optionen vorlesen und am Ende frage ich, welche Optionen hätten Sie denn gerne? Und da muss man immer sagen, 5, 6 hat man früher gemacht, auch über die Telefontastatur, dass man halt so Tasten drücken konnte. Dann gab es das eine Weile, weil das ganz hip, dass man das mit gesprochener Sprache machen konnte. Das ist natürlich fürchterlich. Was man viel lieber hätte, wäre sowas natürlich Sprachliches. Da war IBM, hatte das mal groß beworben, das war ihr How Can I Help You System. Dass man also nicht irgendwelche komplizierten Prompts hatte, sondern das System fragte nur, was weiß ich, this is AT&T, how can I help you? Und dann hat man halt natürlich sprachlich gesagt, was weiß ich, mein Telefonanschluss funktioniert nicht gut, wird dann nicht sinnvoll sein, was weiß ich, ich hätte gerne einen neuen Internetanschluss. Und dann hat das System versucht, hat das erkannt mit Spracherkennung und dann mit Sprachverstehen versucht zu erkennen, worum es geht und dann mit Hilfe von Dialogmodellierung vernünftigen Dialog geführt mit der Person, um zumindest entweder vorab Informationen zu bekommen oder das Problem vielleicht zu lösen. Und was Ähnliches macht man auch bei anderen Systemen, dass man wirklich versucht, natürlich sprachlich mit einer Maschine zu sprechen. Ganz offensichtlich humanoide Roboter. Das ist so eine Sache, da würde man sich das eigentlich wünschen. Ich meine, die Traumvorstellung ist, dass in naher Zukunft jeder seinen Butler zu Hause hat, seinen mechanischen Butler, der einem im Haushalt hilft oder die Japaner sind da sehr stark involviert, bei der Altenpflege hilft, bei der Erledigung irgendwelcher allgemeiner Sachen. Und dass dieser Roboter humanoid sein soll, sprich menschenähnlich. Heutzutage gibt es das halt, da hat man seinen Staubsaugroboter, das ist halt ein Spezialroboter, ist eine kleine runde Scheibe, die da durch die Gegend wuselt. Oder es gibt Fensterputzroboter, die dann die Fenster hochkrabbeln und die Sachen putzen. Oder es gibt Rasenmäherroboter, die sehen aus wie ein Staubsaugroboter, ein bisschen größer. Die kann man alle noch irgendwie per Knopfdruck bedienen. Da geht es im Prinzip nur jetzt lossaugen oder aufhören. Wenn man jedoch wirklich einen richtigen menschlichen Assistenten hat, so einen humanoiden Roboter, dann möchte man mit dem nicht per Tastatur oder per Maus oder per Knopfdrücken interagieren, sondern mit dem möchte man am liebsten natürlich sprachlich interagieren. Dass man also mit dem spricht und so, wie ich mit einem normalen menschlichen Assistenten sprechen würde, mit dem spreche, um irgendwelche Aufgaben zu erledigen. So als Hintergrund, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, es gibt auch im Sommersemester immer eine Vorlesung natürlich sprachliche Verarbeitung oder Natural Language Processing. Da beschäftigt man sich dann auch so ein bisschen mit der Fragestellung, wie kriege ich sowas hin, dass ich natürlich sprachlich mit etwas interagieren kann. Wie kann ich also das Ergebnis von Spracherkennung dann weiterverarbeiten, um solche Dialoge zu bekommen. Und da guckt man dann auch, es gibt dann sowas wie taskorientierte Dialoge, was weiß ich, Roboter deckt den Tisch. Dann hat er irgendwie eine bestimmte Aufgabe und er ist im Prinzip der Butler, der Befehlsempfänger, du hier mach. Auftrag klar, Auftrag ausführen. Es gibt aber auch einen anderen Aspekt und das ist der soziale Aspekt. Menschliche Sprache wird ja nicht nur so als Befehlspipeline verwendet im Sinne von du mach mal, sondern kann auch zum Informationsaustausch sein oder auch einfach soziale Aufgaben wahrnehmen, dass man halt sich mal mit jemandem interessiert, ein interessantes Gespräch führt, dass man irgendwie irgendwas Lustiges erzählt, dass man irgendwelche, so dieses Schmieröl der zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man miteinander klarkommt, dass man irgendwie als Gemeinschaft zusammenlebt und funktioniert. Und da gibt es inzwischen auch Ansätze, dass man auch so soziale Dialoge anfängt mit Robotern zu führen. Hat man auf taktiler Ebene, gibt es das schon. Also es gibt, weiß nicht, ob das man das schon mal gesehen hat, in Japan haben die da so kleine süße weiße Robben entwickelt, so Teddys. So Robben-Teddys und die kann man streicheln und dann blubbern die so ein bisschen. Und da kann man zum Beispiel demenzkranken Leuten mithelfen, wenn die dann halt statt einem Haustier, das dann halt so eine weiße Robbe haben, dann fühlen die sich einfach besser, geht es denen einfach besser, weil sie sowas wie soziale Zuwendung zwar von der Maschine, aber doch haargenau genug oder genug simuliert, dass das wirklich denen ihrem Wohlbefinden hilft. Dann Steuerung, dann Assistenzsysteme wie Siri ist auch eine natürlich sprachliche Interaktion, dass man also Informationen bekommt, sowas wie Siri, was ist das und das, Siri, wie wird das Wetter morgen, Siri, wann habe ich noch einen Termin im Kalender frei, Siri, wer hat denn da angerufen und so weiter und so fort. Oder auch solche Sachen wie Watson. Watson ist ja bekannt als dieser Jeopardy-spielende Computersystem. Das ist aber letztendlich nur sowas wie ein Werbestunt gewesen von IBM, um halt allgemein diese Systeme bekannter zu machen und Aufmerksamkeit zu erregen. Diese Systeme fallen in die Kategorie des Information Retrieval. Was man da machen will, man hat eine große Datenbasis und man hat irgendwie eine Frage und versucht jetzt Informationen daraus zu bekommen. Bei Jeopardy hat man es einfach umgedreht im Sinne von, wir beantworten Quizfragen. Bei anderen Situationen kann das
auch was deutlich Nützlicheres sein. Was ich, Mechaniker steht vor einem großen Flugzeugtriebwerk und Schaufelblatt 23 ist verbogen. Was mache ich denn jetzt? So sinngemäß. Oder da ist das Schaufelrad ein bisschen verbogen, plus die eine Schraube wackelt noch. Kann ich das Ding noch fliegen lassen? Ja oder nein? Das sind alles so Informationen, die man versuchen kann, im Dialog dann aus einem Expertensystem herauszubekommen. Und da ist es halt auch interessant, dass man halt solche Anfragen nicht schriftlich macht, sondern da will man das eigentlich eher natürlich sprachlich und auch gesprochen sprachlich machen. Kennt man noch vielleicht in den alten Science-Fiction-Systemen, da sieht man dann immer die Leute, wenn sie irgendwie ihr Expertensystem, ihre künstliche Intelligenz abfragen, da sitzen die vor so einem grünen Bildschirm und schreiben irgendwelche komischen Pseudokommandos rein, um halt Wissen abzurufen. Dafür muss man aber so eine Kommandosprache lernen. Man muss mit der Tastatur umgehen können, plus man muss die Grammatik dieser Abfrage kennen. Da ist es halt interessanter, dass man einfach so spricht, wie man das von eh und jeher gelernt hat, um das zu machen. Und dann Steuerung im Auto, hatten wir schon drüber gesprochen. Dann ein anderer großer Bereich, mit dem wir uns hier am Institut viel beschäftigen, ist der Bereich der Sprachübersetzung. Wir machen bei uns am Institut auch viel im Bereich maschineller Übersetzung. Und die Aufgabe von maschineller Übersetzung ist jetzt ganz ins Grobe gesprochen, ich habe geschriebenen Text in einer Sprache, Englisch, und möchte ihn in eine andere Sprache übersetzen, Französisch. Da kann ich nicht geschriebene Texte mit übersetzen. Was ich jetzt aber gerne machen würde, ist zwei Leute, die sich miteinander unterhalten, dass die miteinander über die Sprache hinweg sich unterhalten können. Und dann kommt man in den Bereich der Sprachübersetzung. Das kann man zum Beispiel machen mit Hilfe von solchen PDAs. Dass man heute auf seinen Smartphones oder was auch immer man so als tragbares kleines Gerät hat, sein iPad dabei, hat ein Sprachübersetzungssystem drauf laufen lässt. Zum Beispiel für Touristen irgendwo in der Fremde. Da hatten wir schon das System, da ist eins von 2003. Damals gab es noch keine Smartphones, das ist ein sogenannter PDA, Personal Digital Assistant, sagt man das heutzutage noch, kennt man das noch? Ja, kennt kein Mensch mehr. Gab es früher noch, das war ein Minicomputer ohne Telefonfunktion. Da konnte man entweder seine Termine verwalten oder andere Business-Anwendungen drauf laufen lassen, seine Mails lesen etc. Und das war sowas damals, das war jetzt hier der Pocket-PC von Hewlett-Packard. Der hatte eine Wi-Fi-Anbindung. Und drin halt irgendwie einen frühen ARM-Prozessor, ließ damals einen Windows Embedded, lief damals drauf. Was der machen konnte, ist, das war im Prinzip ein Frontend für einen Server. Damals konnte man halt die Sprache auf dem Teil aufnehmen, dann konnte man die aufgenommene Sprache über das WLAN an irgendeinen Server senden, der hat es dann übersetzt in eine andere Sprache und das wieder übers WLAN weitergesendet an den zweiten PDA, wo dann die Gegenseite rauskam und dann konnten zwei Leute sich damit unterhalten. Hat eigentlich schon so für so eine begrenzte Domäne, ich bin Tourist im fremden Land und habe mich verlaufen, brauche Taxistand, brauche Bus, Bahn, Restaurant, ich brauche einen Doktor oder wo geht's denn hier zur nächsten Sehenswürdigkeit, irgendwas in der Richtung, konnte man damit sehr gut machen. Ich wollte ein Hotelzimmer buchen und so. Das ging eigentlich alles erstaunlich gut damals. Hat natürlich den Nachteil, dass ich Internetanschluss brauchte. Und da war halt die Idee, naja gut, in Hotels oder so kann man das ja fest installieren, dass man halt diese Dinger dann an der Theke hat und sind eingebunden in ein Netzwerk irgendwo. Inzwischen dadurch, dass man jetzt Mobiltelefone hatte, die im Prinzip solche kleinen Pocket-PCs waren und noch alles viel leistungsstärker, war dann der nächste Schritt, okay, wir machen das Serverbasierte nicht mehr übers WLAN, sondern übers Telefon und dann über das mobile Internet. Was theoretisch eine gute Idee ist, mit dem großen Caveat, ich brauche es dann nicht, wenn ich zu Hause in Deutschland bin, sondern ich brauche es dann, wenn ich irgendwo zu Hause, irgendwo draußen in der Fremde bin. Und da mobiles Internet ist inzwischen besser geworden, aber früher die Roaminggebühren hätten einen schlichtweg umgebracht. Also das hätte sich kein Mensch leisten können. Deswegen war dann der nächste Schritt, dass man solche Systeme, die halt früher einen Server brauchten und Internetanbindung, dann komplett auf ein mobiles Gerät eingedampft haben, dass die komplett auf einem Telefon laufen. Da gab es mal eine Firma von dem Herrn Weibel, die hatten sowas entwickelt für einen iPhone. Mit einer Anwendung nannte sich Jimigo, die komplett ohne Internetanbindung auskam. Spracherkennung, maschinelle Übersetzung, lief alles auf dem iPhone drauf und damit konnte man sich dann in der Fremde verständlich machen. Und das hat in der Tat
sogar recht gut funktioniert. Ich habe es damit mal geschafft, in Japan aus dem Nachtportier rauszukitzeln, wann dann am nächsten Tag die Züge fahren, wenn ich zur Konferenz musste. Das war also wirklich was sehr Brauchbares. Die Firma, die das gemacht hat, wurde dann irgendwann von Facebook aufgekauft. Facebook hat das dann noch eine Weile Leiter laufen lassen, hat dann sogar die Anwendung eine Weile lang für umsonst rausgegeben. Und dann hat irgendwann Facebook gesagt, ach, interessiert uns nicht mehr, und hat das Ding abgeschaltet. Deswegen gibt es das jetzt leider nicht mehr. Das heißt, da müssen wir jetzt wieder was aufholen und das Ganze wieder herstellen, dass wir da wieder eine Variante haben, die komplett auf so einem mobilen Telefon funktioniert. Was wir bei uns aber im Augenblick haben, ist, dass das Ganze als Dienst läuft, als simultaner Vorlesungsübersetzer. Ein paar Studenten sind hier, von denen Deutsch nicht die Muttersprache ist, so wie ich das verstanden habe. Für die ist das unter Umständen interessant. Ich lasse das mal hier durchgeben. Was wir haben ist, wir haben einen automatischen Dienst, der simultan diese Vorlesung erkennt und übersetzt und das Ergebnis auf einer Webseite anzeigt und das Ganze möglichst in Echtzeit. So ähnlich, wie das ein menschlicher Dolmetscher machen würde. Das Ganze ist inzwischen so weit gereift, dass wir uns zumindest trauen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und erste Tests, die wir letztes Wintersemester und vorletztes Sommersemester gefahren haben, haben gezeigt, dass es für bestimmte Studierenden von Vorteil ist oder dass es denen was bringt, dass sie da, wenn sie der Vorlesung folgen. Die Internetadresse ist lecture-translator.kit.edu. Übersetzt werden die Vorlesungen hauptsächlich, die im Audimax laufen. Da haben wir eine Installation plus vereinzelt Vorlesungen hier minus 101, minus 102. Das Ganze soll möglichst noch ausgebaut werden. Wer sich diese Vorlesung übersetzen lassen möchte, kann das tun, muss man halt irgendwo einen Laptop aufmachen, Smartphone, irgendwas, wo ein Browser drauf läuft, die URL aufmachen und das Passwort heißt ASR-2015. Müsste relativ leicht hoffentlich zu merken sein. Bei Problemen, Fragen, Rückmeldungen, es gibt eine eingebaute Rückmeldefunktion oder wenn man irgendwas wissen möchte, einfach info@lecturetranslator-kit.edu schreiben, mir eine E-Mail schreiben. Wir sind im Augenblick dabei, dass die nächsten 3 Jahre zu einem wirklich vollständigen, autonom operierenden Dienst weiterzuentwickeln. Im Augenblick wird das halt alles noch bei uns vom Lehrstuhl betrieben. Und man kann sich vorstellen, wir sind zwar eine Forschungseinrichtung, wir können viel im Bereich der Spracherkennung, der maschinellen Übersetzung forschen und entwickeln. Wenn es aber darum geht, dann so einen Dienst professionell anzubinden, so dass er die ganze Zeit läuft und so weiter und so fort, das ist halt nicht Aufgabe eines Universitätsinstituts. Trotzdem, das KIT fand das jetzt so interessant, dass sie jetzt halt Geld in die Hand genommen haben, so dass wir jetzt zusammen mit dem Rechenzentrum, dem medialen Zentrum, also dem Zentrum für mediales Lernen, ZMM und uns, dass wir jetzt über die nächsten 3 Jahre das System so robust weiterentwickeln werden, dass es dann vom SCC und vom ZMM als permanenten Dienst betrieben werden kann. Das Ganze war ursprünglich mal ein Forschungsprojekt, das hatte 2005 angefangen. Es ist weiterhin auch ein Forschungsprojekt, wir forschen auch dran weiter. Aber es gibt es jetzt auch wirklich seit 2012, Wintersemester 2012, als regulären Dienst an der Universität. Wer des Deutschen nicht so mächtig ist, da noch Schwierigkeiten mit hat, kann das gerne mal ausprobieren und gucken. Wie gesagt, es gibt durchaus Studierende, die gesagt haben, das hätte ihnen sehr geholfen. Muss man mal schauen, ob das gut genug für einen ist. Es hängt davon ab, wie gut man Deutsch kann. Wenn man Deutsch natürlich schon ein bisschen besser kann, dann wird man besser das Ganze verstehen, als die Maschine einem das wird übersetzen können. Wenn man halt noch am Anfang seiner Unilaufbahn steht und Deutsch noch nicht so firm drin ist, kann das durchaus eine wertvolle Hilfe sein. Dann gibt es noch Anwendungen von automatischer Spracherkennung, die noch über das bisher Gesagte hinausgehen. Also zum Beispiel im Bereich des Lernens und der Ausbildung gibt es Systeme, die zum Beispiel als Lesetutor für Kinder agieren. Da gibt es einen Forscher an der Carnegie Mellon University, der da seine wissenschaftliche Karriere drauf verwendet, so einen automatischen Lesetutor für Schüler.
zu machen für Kinder, die lernen, das Lesen gerade erst lernen oder noch im Prozess des Lernens sind. Die Idee dahinter ist, dass pädagogische Studien zeigen, dass man Lesen lernt, indem man liest. Man muss einfach viel, viel, viel lesen, damit man lesen lernt. Heutzutage so eine Klasse, da steht ein Lehrer und 25 Schüler. Das ist ein sehr schlechtes Betreuungsverhältnis. Plus in der Schule kann der Lehrer jetzt sich nicht immer ständig hinsetzen mit den Schülern und lesen, lesen, lesen. Und zu Hause machen die Eltern das manchmal leider auch nicht. So dass es durchaus da eine Lücke gibt, wo man gucken kann, ob man nicht mit der Maschine dieses Lesen üben automatisieren kann, sodass die Kinder einfach mehr Zeit damit verbringen, überwacht zu lesen. Und die Idee dabei ist halt, die Kinder lesen laut vor, die Maschine erkennt, was sie da vorlesen und erkennt, wo sie Fehler machen und was für Fehler sie machen. Und dann die Kinder dabei korrigiert bei den Fehlern, die gemacht werden und es dann verbessert. Da sind ganz unterschiedliche Aspekte dabei. Man kann dann feststellen, wie gut ist denn das Kind zurzeit im Lesen. Man kann anhand dessen, was es vorliest, analysieren, wie häufig stockt es, wie viele Fehler macht es, was für Fehler macht es. Dementsprechend kann man Lesestoff, der zu dem Kind passt, auswählen. Und man kann auch so Tricks anwenden, um das Kind zu motivieren, mehr zu lesen, indem man fragt, da, das hast du was falsch gesagt, guck doch nochmal. Oder was war das Problem? Oder es auch lobt und sagt, das hast du sehr gut gemacht. Und dann gibt es halt so virtuelle Auszeichnungen und so weiter und so fort. Da stecken dann solche Konzepte dahinter, wie dass man festgestellt hat, Kinder lernen dann am besten lesen, wenn sie etwas lesen, das so ein bisschen oberhalb ihres aktuellen Wissensstands ist. Also sie dürfen nicht was lesen, was zu leicht ist. Sie dürfen nicht etwas lesen, was zu schwer ist. Aber etwas, das sie herausfordert, wo sie dann was Neues lernen, wo sie ihre Fähigkeiten weiterentwickeln. Da ist jetzt die einfachste Sache, man nimmt da halt so eine Bibliothek, gibt den Kindern zur Auswahl, hier such dir was, was du lesen möchtest. Und dann hat man festgestellt, die Kinder suchen sich immer das aus, was sie schon kennen. Die lesen etwas, was sie schon gut lesen können, aber sie wählen sich nicht etwas aus, was sie herausfordert. Also lässt man die Maschine entscheiden, welche Bücher überhaupt noch zur Auswahl stehen, damit dann die Kinder auch wirklich was beim Lesen lernen. Genauso kann man mit Hilfe von Spracherkennung Systeme bauen, die beim Fremdsprachenlernen helfen. Man kann versuchen, die Aussprache zu verbessern. Viele Techniken aus dem Bereich der automatischen Spracherkennung sind geeignet, um Aussprachefehler festzustellen, um die Güte einer Aussprache zu beurteilen. Oder man kann auch Systeme bauen, indem man versucht, Dialoge zu führen. Häufig ist ja das Problem, dass man Fremdsprachen dann gut lernt, wenn man Dialoge führt, vorzugsweise mit jemandem, der die Fremdsprache fließend spricht. Und das findet man natürlich häufig nicht zu Hause. Wenn man jetzt zu Hause eine Fremdsprache lernt und ich jetzt zum Beispiel anfangen würde, Mandarin zu lernen, dann in der Sprachschule oder im Unterricht jemanden, mit dem man wirklich sich unterhalten kann und der einen dann korrigiert, kompetent, findet man nicht und findet selten solche Situationen. Und da ist halt die Idee, dass man da auch mit automatischen Systemen solche Dialoge simulieren kann. Da hatten wir mal ein Projekt, wo wir zum Beispiel ein interaktives Spiel gebaut haben. Das war so eine Schnitzeljagd im Straßburger Münster. Es war dafür gedacht, dass deutsche Schüler Französisch lernen und französische Schüler Deutsch. Und die Idee war, dass man halt da so ein Spiel macht und dass diese Kinder dann das Spiel in der fremden Sprache spielen. Das heißt, es ist wie beim Überraschungsei, Spiel, Spaß und Überraschung. Das heißt, die Kinder haben Spaß dabei, in der Fremdsprache zu sprechen. Sie werden motiviert, in der Fremdsprache zu sprechen, weil sie das Spiel spielen wollen. Und das System war halt so ausgelegt, dass es die Kinder auch nicht demotiviert, indem sie jetzt zum Beispiel falsche Äußerungen zu sehr bestraft, etc. etc. Dann ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf, ist der Hilfe für Behinderte. Das kann sein Bedienung von Geräten ohne Hände, wenn ich also irgendwelche physischen Einschränkungen habe, kann ich dann aber noch sprechen können, kann ich damit zum Beispiel Geräte bedienen. Oder das kann für Leute sein, die sehgeschädigt sind, dass ich halt dann ein sprachliches Interface habe, mit dem ich dann Geräte bediene oder auch die Geräte zu mir zurücksprechen, ohne dass ich dafür sehen muss. Das kann aber auch interessant sein für Leute, die hörgeschädigt sind. Nämlich dann, wenn es zum Beispiel um die Untertitelung von Fernsehnachrichten oder von Filmen geht. In Großbritannien ist es so, dass per Gesetz sämtliche Fernsehsendungen untertitelt sein müssen.
Und das ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Wenn ich jetzt eine Serie habe, die ich schon 2 Wochen vor Ausstrahlung bekomme, dann kann ich mir in Ruhe Zeit lassen, dafür Untertitel zu erstellen und die Untertitel drunter zu legen. Wenn ich jetzt aber Live-Programm habe, Nachrichtensendungen, Diskussionssendungen, Wetterberichte etc. etc., dann geht das nicht mehr. Und jetzt ist das Problem, kein Mensch kann so schnell tippen, wie wir sprechen können. Das heißt, wenn ich jetzt diese Sachen live untertiteln möchte, kommt selbst der schnellste Tipper nicht dem schnellsten Sprecher hinterher. Das heißt, durch Tippen kann ich nur sehr schwer bis eigentlich überhaupt nicht diese Untertitel überhaupt erstellen. Jetzt bin ich aber dazu verpflichtet, das zu machen. Also, was wurde gemacht? Es war von der BBC hat sich eine Firma ausgegründet, die sich nur um Untertitelung kümmert, und die benutzen automatische Spracherkennung dafür. Aber jetzt nicht so, wie man denkt. Also nicht Fernsehprogramm in den automatischen Spracherkenner rein, Untertitel raus. Das funktioniert nicht. Es liegt daran, dass das Audio, das in so einer Fernsehsendung ist, sehr häufig qualitativ nicht gut genug ist für den Spracherkenner. Der Spracherkenner ist sehr empfindlich, wenn es um Hintergrundgeräusche geht, um Akzente, um schlechte Aufnahmebedingungen etc. etc. Wenn ich also einen Reporter habe, der irgendwo draußen auf der Straße steht und noch viel Wind und so, wir als Menschen verstehen das problemlos. Spracherkennungssystem scheitert grandios. Das funktioniert nicht. Also braucht man einen besonders guten Filter davor, der aus schwieriger akustischer Umgebung, akzentbehafteter Sprache, Sprache von einem Sprecher, den das System nicht kennt, Sprache macht, die das System erkennen kann. Und dieser Filter ist ein Mensch. Sprich, da sitzen dann Leute, die hören sich das aktuelle Fernsehprogramm an und sprechen es in Studiobedingungen nach. Die sitzen halt vor einem Mikrofon und sprechen das, was sie jetzt hören, nochmal sauber nach. Und jetzt hat das System den Vorteil, es kennt den Sprecher, der Sprecher kennt das System, ich habe diese ganzen Hintergrundgeräusche nicht mehr, ich habe ein vernünftiges Mikrofon etc. etc. Und das wird dann von einem Spracherkennungssystem, das auf diesen Sprecher eingelernt ist, erkannt. Und daraus werden dann Untertitel. Der Sprecher diktiert dann auch gleich zum Beispiel die Satzzeichen mit. Wenn es notwendig werden sollte, etwas zu kürzen, weil ich zum Beispiel nicht beliebig lange Sätze in beliebig kurze Zeit pressen kann, sondern die Untertitel entsprechen so bestimmten Regeln, es dürfen nur so und so viele Zeichen pro Sekunde sein, etc., etc., dann können das diese Menschen auch gleich machen. Das ist kein angenehmer Job, da muss man gut für trainiert sein, dass man wirklich diesen Filter machen kann. Da kommen auch solche Sachen hinzu, dass das Spracherkennungssystem dann auch mit exotischen Namen umgehen muss oder neuen Themen, die vorkommen. Und das machen die dann so, dass halt über Nacht dann schon immer die Nachrichtenticker mitgelesen werden und dann werden so Listen gemacht von Namen, die jetzt besonders vorkommen. Was weiß ich, der Isovinovic hat halt das Tennisturnier gewonnen und die Merkel hat wieder da gesprochen und so weiter und so fort. Und dann machen die das teilweise so, dass sich diese Sprecher dann auch Makros darunter legen, dass die also dann nicht sagen, Ivanovisovic hat das Tennisturnier gewonnen, weil das kann das System eh nicht erkennen, selbst wenn ich es vorher noch einlerne, da gibt es Probleme, sondern dann ist das dann eben Superman. Und immer wenn das System Superman hört, dann wird halt ersetzt durch Ivanovisovic. Und das wird dann vorher noch in das System eingepflegt, die Leute wissen das. Und auf die Art und Weise kann man dann mit automatischer Spracherkennung live Fernsehsender untertiteln. Das ist ein Job, den kann nicht jeder machen. Da gibt es dann einen rigorosen Screening-Prozess. Da wird vorher ausgetestet, ob jemand die notwendigen Fähigkeiten und Begabungen dafür hat, um das machen zu können. Und die Ausbildung besteht auch nicht jeder. Und die Leute, die das dann können, die sind hochbegehrt und wertvolle Ressourcen sozusagen. Spracherkennung ist dann auch wichtig, wenn ich große Audio- oder Videoarchive archivieren möchte. Kennt jeder von YouTube. Wenn ich auf YouTube was finden will und da textuelle Suchanfragen mache, dann finde ich in der Regel nur das, was irgendwie vorher manuell verschlagwortet wurde. Also entweder aus dem Titel des Videos oder aus den Schlagworten, die zu dem Video dazu gelegt wurden. Das, was gesagt wurde in dem Video, fließt in diese Suchanfrage überhaupt nicht mit ein. Die Suchmaschine weiß häufig nicht, was denn jetzt wirklich gesprochen wurde in dem Video. Erst durch automatische Spracherkennung kann man dann es möglich machen, auch in der automatischen Verschriftung dieser Videos oder dieser Audioarchive zu suchen. Das ist etwas, da ist die BBC im Augenblick auch dran, BBC Research,
hat die Archive der BBC geöffnet und will diese Archive jetzt durchsuchbar machen. Und das geht zurück bis, ich glaube, in die 20er Jahre oder so. Also das ist wirklich sehr viel Material, das sie da haben. Und das ist auch wertvoll. Da kann man schöne historische Dokumente finden, Reden von Churchill und dieses und jenes. Nur man muss es halt finden. Und da kooperieren die zurzeit mit Forschungslaboren, um auch alles, was da drin ist, irgendwie verschriften zu können und dann auch unüberwacht intelligent katalogisieren zu können und dann auch durchsuchbar zu machen und findbar zu machen. Und dann als letzte Beispielanwendung sei noch so etwas genannt wie intelligente Räume oder Umgebung. Dahinter steckt die Idee, beim menschlichen Butler habe ich da ein physisches Ding, ein Roboter, der ist mein Butler und der soll irgendwelche Aufgaben für mich erledigen. Jetzt gibt es nicht mehr den Butler, jetzt gibt es den Raum. Und der Raum soll meine Bedürfnisse erkennen. Das kann so etwas Banales sein, wie vier Leute sitzen am Besprechungstisch und der eine sagt, oh je, Kaffeekanne ist leer, dass dann automatisch die Kaffeemaschine schon weiß, okay, einen Kaffeenachschub produzieren. Das kann so etwas sein, wie Leute sitzen in der Besprechung, oh Gott, da hatten wir doch letztes Mal drüber schon gesprochen und was war der Beschluss, was war denn nochmal der Beschluss? Und der Raum guckt schon automatisch im Hintergrund, im Protokoll vom letzten Mal nach, was denn der Beschluss war und führt gleichzeitig auch automatisch das Protokoll mit, damit jetzt die Beschlüsse festgehalten werden. Was anderes, eine beliebte Anwendung von Herrn Weibel ist zum Beispiel sowas wie eine automatische Gedächtnisstütze. Wenn man irgendwann viel Zeit in Meetings verbringt und sich viel mit verschiedenen Gruppen trifft, dann wird man irgendwann feststellen, man sitzt in einem Meeting und da sitzen drei Leute, die Gesichter kommen einem bekannt vor, es fällt einem ums Verrecken nicht mehr der Name ein. Und man weiß noch genau, vor einer Woche hatte man mit denen ganz wichtige Businessbesprechung. Und dass man dann mit Hilfe multimodaler Techniken sowas macht wie, man erkennt, wer das ist und man flüstert dem ein, das ist der Herr Schulze, der ist Finanzvorstand von da und da und da hatten sie letztes Mal damit darüber gesprochen und das hatten sie festgelegt und die Anknüpfungspunkte für dieses Gespräch waren das und das. Und solche Sachen kann man halt nur dann machen, wenn man die Menschen in so einem Raum beobachten kann und die Aktionen und Intentionen erkennen kann und da ist halt ein Teil die automatische Spracherkennung. Da kommen noch viele andere Techniken hinzu. Da braucht man Maschinen sehen, man braucht Dialoge, man braucht Sprachverstehen, man muss diese ganzen Modalitäten, Bildkanal, Audiokanal, irgendwelche anderen Sensoren fusionieren, um daraus dann Informationen zu extrahieren und die wieder zur Verfügung stellen zu können oder aus Aktionen daraus abzuleiten. Wenn es jetzt um die Interaktion und die Bedienung von Maschinen geht, bietet automatische Spracherkennung bestimmte Vorteile. Den einen Vorteil hatten wir schon angesprochen, Sprache kann sehr schnell sein. Das hier sind jetzt die Zeichen pro Minute, einmal durchschnittlich geschulter Mensch plus Weltrekord. Und wenn man sich da die Tastatur anschaut, da so ein guter Tipper schafft so etwas wie 200 Zeichen in der Minute, der Weltrekord liegt so irgendwo bei 1000 Zeichen pro Minute. Bei der Stenografie ist man ein bisschen schneller. Da schafft man es so auf 500 Zeichen bis 2000 Zeichen pro Minute. Wenn man menschliche Sprache hernimmt, dann ist es so der durchschnittliche Sprecher spricht so schnell, wie der schnellste menschliche Tipper überhaupt tippen kann. Und der schnellste menschliche Sprecher, der kann halt viermal so schnell tippen wie der schnellste menschliche Tipper. Deswegen kommt man bei der Untertitelung auch mit der Tastatur einfach nicht mehr hinterher. Also sprich, menschliche Sprache hat interessanterweise eine sehr hohe Bandbreite bei der Übertragung von Informationen. Dann, menschliche Sprache hat den Vorteil, Hände und Augen sind frei. Klar, im Autofahren, wenn wir selber Auto fahren, bitte schön Hände ans Lenkrad, da kann ich jetzt nicht noch irgendwas rumtippen. Das kann aber auch in der Medizin sein, wenn ich jetzt an Chirurgen zum Beispiel denke, wenn die da die beiden Hände gerade irgendwo da rumwühlen und brauchen jetzt irgendwas, dann können die nicht mit der Hand, sondern dann müssen sie halt die OP-Schwester durch die Gegend scheuchen. Das kann sein bei der Reparatur. Da gibt es zum Beispiel so Hilfesysteme, irgendwelche komplexen Sachen. Also jetzt nicht hier Zündkerze am Auto wechseln, sondern eher das Aggregat von einer Boeing 747, irgendwelche Reparatur- oder Wartungsarbeiten irgendwo hinten im Triebwerk machen. Das geht nach ganz festen Protokollen. Da kann man nicht einfach mal so eben so ein bisschen rumschrauben.
das weiß man auch alles nicht mal auf, wenn nicht, sondern da gibt es strikte Anweisungen, die man folgen muss. Und jetzt hängt man da mit beiden Händen und braucht irgendwelche Informationen. Kann ich nicht jetzt den Schraubenschlüssel loslassen und der fällt dann irgendwo da unten rein und beim nächsten Mal explodiert das Triebwerk, sondern dann habe ich nur noch die Sprache frei, um da irgendwelche Informationen zu bekommen. Das kann man dann super kombinieren, so mit Augmented Reality, dass ich dann so Datenbrillen habe, die mir dann auch noch Baupläne anzeigt und so weiter. Und dann muss ich ja auch in diesen Bauplänen rumnavigieren. Alles das, was jetzt sozusagen bei Google Glasses so der große Hype war, dass man da jetzt die Glasses auf hat und dann kann man da mit Sprache drin navigieren. Was ich zeige mir mal dies und mache E-Mail auf und man konnte da irgendwie so rumwischen und sowas. Die taten zwar so, als sei das alles super neu und hätte es das noch nie gegeben, ist in Wirklichkeit kalter Kaffee. Also so Augmented Reality Brillen gibt es schon seit Jahrzehnten, die gab es schon, da war ich noch im Studium und das ist jetzt schon wirklich eine Weile her. Die sahen halt nicht so schick aus wie die von Google Glasses und das kann man inzwischen alles kleiner machen. Und insbesondere waren die halt nicht für den Endbenutzer verfügbar, sondern die gibt es dann halt im professionellen Umfeld. Wenn es also wirklich teure Maschinen sind, die man repariert, dann kann man da teilweise mit so Augmented Reality arbeiten. Und da ist dann halt Sprache ein wichtiges Interface. Ein großer Vorteil der Sprache ist, dass man mit ihr natürlich interagieren kann. Wenn ich irgendwelche Bedienelemente habe, sei das ein Betriebssystem mit seinen Fenstern und Menüs, sei das irgendeine Maschine mit Knöpfen und Schaltern und Hebeln und so, muss ich erstmal lernen, wie das funktioniert. Wie ich spreche, das übe ich schon seit kleinster Kindheit. Das hat jeder von uns gelernt, wie man spricht, wie man sprachlich miteinander kommuniziert. Das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Dementsprechend, wenn ich jetzt mit Maschinen natürlich sprachlich interagieren kann, dann erspare ich mir viel Schmerz dabei, jetzt Kommandos zu lernen, Bedienelemente zu lernen, die Bedienung einer Maschine zu lernen, sondern kann viel schneller die Funktionen einer Maschine dem Laien verfügbar machen oder auch schneller darauf zugreifen, indem ich nicht irgendwelche Verrenkungen machen muss bei irgendwelchen Bedienkonsolen. Dann hat Spracherkennung einen riesen Vorteil, sie ist sehr gut tragbar. Ein Mikrofon kann sehr klein sein. Das Ding hier ist relativ groß und schwerfällig. Wir haben hier eigentlich eine Variante, die schon deutlich schöner ist. Das Problem ist, die ist im Augenblick einfach kaputt. Die müsste man mal reparieren. Da sieht das Ganze dann zum Beispiel so aus. Das wäre dann schon ein deutlich unauffälligeres Mikrofon. Das heißt, das Einzige, was ich brauche, ist so ein Bügel, einen Sender und bin vollständig ausgerüstet, um dann natürlich sprachlich mit irgendwas interagieren zu können. Ich brauche dann keine große Tastatur und keine großen Bildschirme oder irgendwas in der Art und Weise. Das ist das Einzige, was ich mitführen muss. Und auch das kann man noch deutlich, deutlich, deutlich kleiner machen. Das ist schon ein großes Gerät. Das heißt also, Mikrofone sind gut tragbar und viel tragbarer als so typische Bedienelemente, die ich am Computer habe. Und dann kann menschliche Sprache auch ein zusätzlicher Kanal sein, eine zusätzliche Modalität. Ich kann dann solche Sachen machen, dass ich Sprache und andere Modalitäten, die zum Beispiel auf Bilderkennung beruhen, fusioniere. Einfaches Beispiel sind zum Beispiel so Zeigegesten. Gib mir mal das bitte. Wenn ich das interpretiere, muss ich sehen, Geste zeigt irgendwo drauf. Gleichzeitig der Audiokanal sagt mir, das bitte geben. Und dann muss ich halt fusionieren mit, worauf hat er gezeigt, was will der damit und kann dann so komplementäre Informationen zusammenführen, um möglichst schnell irgendwas auszuführen. Das kann man aber auch nehmen, um robust zu sein gegen zum Beispiel Geräusche oder Ambiguitäten oder andere Störquellen. Indem ich mehrere Informationen zum gleichen Thema miteinander fusioniere, kann ich robuster dagegen werden, dass einer der Kanäle zum Beispiel gestört ist. Und wenn ich zum Beispiel irgendwo bei der Kamera irgendwo ein Flackern hatte oder eine ungünstige Beleuchtung oder irgendwie war das gerade verdeckt durch irgendwas, was mir da vorhergelaufen ist, wenn das gleiche Information oder ähnliche Information im Sprachkanal vorhanden ist, kann ich zum Beispiel für solche Effekte kompensieren. Zum Experiment werden wir heute nicht mehr kommen, das machen wir dann nächstes Mal. Aber im Augenblick dann noch ein aktuelles Beispiel. Etwas, wo wir im Augenblick dran sind und uns überlegen, wie man da jetzt Spracherkennung gut einsetzen kann, um einen Task besser zu machen, ist die Verwendung im OP-Saal. Da hat man halt häufig dieses Bild, da sind halt die Chirurgen, die sind mit beiden Händen beschäftigt.
sind an einer hochkomplexen Operation dran und die brauchen Informationen. Dementsprechend ein Operationssaal, das ist einfach nicht nur der Tisch und Messer und Scheren, sondern ein Operationssaal sieht inzwischen so aus. Und dann erkennt man schon, da hat man relativ viele verschiedene Geräte. Hier oben hat man zum Beispiel sowas wie eine Art Bildschirm für die Endoskopkamera. Das ist also eine endoskopische Operation, wo man mit so solchen Stangen durch so kleine Löcher in den Patienten reinfährt und dann damit operiert. Dementsprechend gibt es auch eine Kamera, die man dann von der anderen Seite reinsteckt, damit man auch sieht, was man da operiert. Da oben, das wäre zum Beispiel das Bild von so einer Kamera. Dann hier gibt es einen großen Bildschirm, darauf sind unterschiedliche Informationen drauf. Da können Live-Bilder drauf sein von der Kamera. Da kann sowas sein wie Live-Bilder von einem Fluoroskop. Das sieht man da hinten, dieser große Arm da im Hintergrund. Das nennt man einen C-Bogen. Was das im Prinzip nichts anderes ist, der heißt C-Bogen, weil er da so diesen Halbkreis gibt. Und dieser Halbkreis ist nichts anderes als ein Röntgengerät. Und das die ganze Zeit aktiv ist und sowas wie einen Röntgenfilm liefert, nennt man dann ein Fluoroskop. Wenn man also zum Beispiel irgendwo Gefäße im Herzen operiert, dann macht man das unter dem Fluoroskop, damit man auch sieht, wo man jetzt gerade in dem Gefäß ist, mit wo weit man vorgegangen ist, was weiß ich, will irgendwelche Klappen reparieren oder irgendwelche Stents einsetzen, dann macht man das und sieht das. Und gleichzeitig hat man dann noch Bilder aus der Diagnose. Also man hat den Patienten früher mal durchs MRT geschickt, man hat ihn durch ein CT geschickt, man hat ein Sintigramm gemacht, unterschiedliche bildgebende Verfahren, man hat Blutwerte genommen und alle möglichen Diagnostiken. Und unter Umständen braucht man davon bestimmte Informationen während der OP und hat dann da hinten so einen großen Bildschirm stehen, wo die Sachen dann drauf angezeigt werden. Und jetzt ist natürlich das Problem, man braucht unter Umständen unterschiedliche Informationen. Also das, was auf dem Ding angezeigt wird, da will man jetzt zum Beispiel nochmal das CT von vor zwei Tagen sehen und dann sieht man das CT und dann sagt er bitte mal ein paar Schichten tiefer, mal nach links, nach rechts, zeigt mir, wo verläuft die Arterie und so weiter und so fort. Und der Chirurg kann da jetzt nicht irgendwo drauf rumtippen. Zum einen sind die Hände beschäftigt, zum anderen muss das Ganze ja auch noch steril sein. Und so Tastaturen und sowas, das ist alles nicht steril. So ein Bildschirm kann man auch jetzt nicht mal eben in einen Dampfsterilisator reinstecken, das überlebt ja nicht, das funktioniert nicht. Praxis heute ist, da muss dann einer Schwester gesagt werden, Schwester, holen Sie mal das Bild Nummer 3 von vorletzter Woche. Nee, das ist das Falsche und jetzt gehen Sie mal ein bisschen rein, nein, zu weit und wieder raus. Dann ist eine Person gebunden, nur damit irgendwo rumzutippen. Die kann dann auch nichts mehr anderes machen, weil die ist nicht mehr steril. Die müsste jetzt eigentlich erstmal sich wieder sterilisieren und neue sterile Handschuhe anziehen und so weiter und so fort. Und da ist halt die Idee, dass man hier schon durch relativ einfache Techniken sowas wie eine Steuerung machen kann. Der Chirurg bekommt ein Mikrofon aufgesetzt. Da auf dem Bild ist das Mikrofon noch über dem Mundschutz. Das kann man aber genauso gut unter dem Mundschutz tragen. Da haben wir schon Experimente gemacht, hat einen Hiwi von uns auch mal alle möglichen Sachen ausprobiert. Der musste dann wie so ein Mondmännchen da rumlaufen und mal gucken, so ein paar Aufnahmen machen, gucken, wie das so klingt. Man kann also solche Mikrofone problemlos unter dem Mundschutz tragen. Außerdem, der Kopf ist sowieso nicht steril. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn das Mikrofon dann jetzt auch nicht so richtig steril ist. Und dann kann man die Sprache vom Chirurgen aufnehmen und zum Beispiel ganz einfache Steuerungen machen. Zeig mir die Vene, zoom mal rein, zoom mal raus, all solche verschiedenen Sachen. Und das kann man dann wiederum kombinieren mit zum Beispiel so einem Kameraroboter. Das ist häufig ein Problem, diese Kamera muss ja auch bedient werden, dass sie das zeigt, was der Chirurg jetzt gerade sehen will. Und jetzt hat er da schon seine beiden Hände, jetzt hat er nicht noch eine Hand frei, die Kamera zu bedienen. Dann gibt es dann zum Teil solche Systeme, dass die so kleine Joysticks dann oben noch auf ihren Bedienelementen haben, mit so einer Wippe, dass du so rein, raus, links, rechts, hoch, runter. Aber viel interessanter wäre es ja eigentlich, wenn man dem nicht sagt, hoch, 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 links, 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 rechts, egal ob jetzt über Joystick, über Sprache, sondern dass man dem sagt, ich sehe gerade die Aorta schlecht, stell mir doch die Aorta ein bisschen besser dar. Und dann der Rahmen automatisch da so hinfährt, dass man die Aorta besser sieht. Oder das auch kombiniert mit so einem semiautomatischen Arm. Also der Arm beobachtet auch, was der Chirurg da tut, hat Bildinformationen vom von der Endoskopkamera, weiß, welche Instrumente gerade benutzt werden, in welcher Phase der OP ich bin. Und dann fährt der Arm, während der Chirurg da operiert, automatisch autonom mit, um ihm das besser darzustellen. Und wenn dann der Chirurg was anderes haben will, was weiß ich, nee, doch lieber besser von der dextralen Seite da ranfahren, dass dann der Kameraarm entsprechend sich dann einstellt. Das sind solche Sachen, an denen wir arbeiten. Oder die andere Sache ist, dass man auch mit Sprachverstehen rangeht und unterschiedliche Sachen macht.
zum Beispiel sowas wie Neuplanung der OP. Was zum Beispiel passieren kann, ist, in der Diagnose wurde halt festgestellt, da sind jetzt zwei Tumore in der Leber und die liegen da und da und die Leber sieht eigentlich noch ganz in Ordnung aus. Also Tumore hergehen, rausschneiden. Leber kein Problem, gesunde Leber kann ich, keine Ahnung, 70% wegschneiden, ohne dass was Schlimmes passiert. Jetzt machen die den Patienten auf und stellen fest, die Leber ist nicht mehr so gesund wie gedacht. Die ist schon ein bisschen fettig. Und wenn es irgendwie eine Fettleber ist, ab einem bestimmten Grad darf ich dann halt nicht mehr so viel wegschneiden. Oder die schneiden da fröhlich in der Leber rum und stellen fest, dritter Tumor, haben wir vorher nicht gesehen. Kann durchaus passieren. Also die Bildgebungsverfahren sind nicht perfekt. Das ist schon sehr aufwendig und da können auch Sachen mal übersehen werden. Und die ganze Planung, die man jetzt vorher gemacht hat, wo man sich also in Tumorboards mehrere Ärzte setzen sich in einer großen Konferenz hin und besprechen das alles und überlegen sich, was man machen kann. Das ist gerade hinfällig geworden. Und jetzt fängt man an, während der OP, man sagt jetzt nicht einfach, wir nähen wieder zu und überlegen uns das Ganze nochmal, sondern jetzt muss man anfangen, das umzuplanen. Und dass man da dann so eine Wissensdatenbasis hat mit alten Fällen und alten Fallbeispielen und Statistiken und so weiter, dass man sagen kann, Cosa, wir haben ja einen dritten Tumor, hatten wir das schon mal. Und dann ratter, 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 gab es schon mal 12-mal die Fälle, 3-mal wurde Tumor auch rausgeschnitten und 2-mal ist es gut gegangen und so weiter und so fort. Oder Cosa, die Leber ist doch stärker fettig als gedacht, was ich fett gerade so und so viel, wie viel dürfen wir denn noch wegschneiden? Tumorrichtlinien sagen oder Leberrichtlinien sagen, dass man denn bei dem Grad noch so und so viel wegschneiden kann und so weiter und so fort. Das ist so die Idee dahinter. Und das ist zurzeit, wer da Interesse dran hat, mal bei sowas mitzumachen, kann unter anderem bei uns vorbeikommen. Da sind wir im Augenblick dabei, da mal jetzt Aufnahmen im OP zu machen und ab Mitte nächsten Jahres hoffentlich in einem größeren Forschungsprojekt damit dran zu arbeiten, zusammen mit anderen Kollegen bei uns aus der Anthropomatik, vom Deutschen Krebsforschungszentrum und vom Universitätsklinikum Heidelberg. Wen sowas mal interessiert, ist sicherlich eine interessante Sache. Einfach mal vorbeikommen. Bei Interesse, da reden wir mal drüber, was man da so an Aufgaben finden kann. Damit soll es das für heute gewesen sein. Ab nächste Woche kommen wir leider zu den Nachteilen von Spracherkennung und holen dann das Experiment nach, das ich eigentlich heute noch machen wollte. Okay, dann bis Mittwoch.